ich laufe sicher alle Tage mal durch, wenn ich nicht weiter fortgehe. Und dann ist auch ein kurzes Innehalten da. Und das ist auch, als ich Schülerin war, also vor wie vielen Jahren ist jetzt das? 50 Jahre, mehr als 50 Jahre, ist das so, ja, ein beliebtes. Man läuft schnell durch. Und es ist auch ein Ort, wo man dann ein bisschen herhöckeln kann, auf die Bank hier. Vor 40 Jahren erschien die erste Ausgabe von Schwester Lilian Juchlis Pflegelehrbuch. Wir haben sie im Schwesternhaus Theodosianum in Zürich besucht. Was beschäftigt sie in ihrem 80. Lebensjahr? Gibt es womöglich Ideen für ein neues Buch? Ich sage schon seit vielen Jahren, die Zeit ist vorbei. Ich bewege mich jetzt mit Menschen. Es füllt auch meine Tage, meine Wochen, Monate aus, dieses Unterwegssein an Fachtagungen oder wo immer. Mir bleibt gar keine Zeit. Und nein, ich glaube nicht, was ich jetzt so in die Welt hineinbringe, das ist das Unterwegssein mit Menschen. Es war eine gute Zeit, aber ich traue der nicht nach. Die war wichtig, aber ist vorbei. Ist auch gut so. Ein wichtiges Anliegen von Ihnen ist ein ganzheitlicher Blick auf den Menschen, die Einheit von Geist und Körper. Inwiefern ist Ihr Alltagsleben davon geprägt? Natürlich bin ich im Moment auch noch recht gefordert, das ist also die eine Seite. Je älter ich werde, umso mehr spüre ich, wie wichtig das Innehalten ist. Man einfach die Hände in den Schoß legen oder eben auch eine Runde im Park drehen oder auch mal einfach etwas lesen, was mir gut tut und nicht nur Fachliteratur wie früher. Heute habe ich auch viel eher die Freiheit, am Abend zu sagen, so, jetzt bin ich dran. Und das ist wichtig. Und was lesen Sie dann, wenn Sie... Ich lese dann ganz gern mal auch ein Krimi oder so Frauenliteratur, also Frauenbiografien. Einfach auch Literatur, wo ich nicht wieder voll im Denken sein muss. Umgekehrt lese ich natürlich auch gern diese neuen Erkenntnisse, zum Beispiel Hirnphysiologie, das interessiert mich nach wie vor, was man heute da erforschen kann. Also es liegen dann verschiedene Bücher da bei mir rundherum. Und das Lesen ist dann so etwas wie wieder in Einklang kommen? Abschalten. Mal weg, Bürotür zu. Und jetzt bin ich bei mir, jetzt muss ich nichts. Und dann hilft mir das Lesen beim Abschalten und so auch ein bisschen in eine andere Welt eintauchen. Tut gut. Das ist jetzt aber ein bisschen das Gegenteil von im Hier und Jetzt sein und bewusst ja, mit Körper und Geist eben im Hier und Jetzt leben. Ich denke, dieses Hier und Jetzt gibt uns nicht nur den Auftrag, jetzt wirklich ganz bewusst da zu sein für diesen Moment, für diesen Augenblick, für diesen Menschen, sondern es ist auch jetzt ist Abschalten dran. Jetzt kann ich mich loslassen, geschehen lassen. Das eine klammert das andere nicht aus. Ich denke, Ganzheit ist ja genau diese Balance. Ich und du, geben und nehmen, da sein, loslassen. Es ist so diese Lebensbalance finden. Und hier im Schwesternheim Theodosianum gelingt Ihnen das besonders gut, weil Sie hier auch Ihre Ausbildung gemacht haben? Es ist ein Ort, den ich von Jugend an kenne, kann man schon so sagen. Ich habe die 3 Jahre Ausbildung hier gemacht, war dann Ordenseintritt und Ordensjugend. Dann war ich aber wieder hier als Schulschwester und war dann langklinische Schulschwester in St. Gallen, bin wieder zurückgekehrt, als es darum ging, dass der Orden mich freigegeben hat für diese Unterstützung der Pflegenden im In- und Ausland. Und so ist das ein Ort, der fast 3/4 meines Lebens habe ich an diesem Ort verbracht und es ist ein Stück Heimat. Hat für Sie das eine Bedeutung, dass es nun hier mitten in der Stadt ist? Ja, ich denke, dass in der heutigen Zeit, wo Kirche ja immer mehr auch verschwindet von der Öffentlichkeit, dass noch Schwestern hier in Zürich sind, wie vor 100 Jahren, natürlich nicht mehr viele. Und wir sind alt geworden, die Schwestern gehen nicht mehr so viel in die Stadt, aber nur schon hier auch im Quartier. Wir gehören dazu, würde ich mal sagen. Für mich selbst ist die Option Präsenz in der Welt einfach nach wie vor wichtig. Ich muss da nicht predigen oder weiß ich was, ich bin einfach da und hoffe,
dass mein Altsein für die alten Menschen, denen ich begegne, aha, sie ist auch alt, dass das auch eine, hoffe ich wenigstens, eine Wirkung hat in die Welt hinein. Und jetzt haben Sie noch Zukunftspläne? Wie sieht's aus? Also dieses Jahr mal, das 80. Lebensjahr mit allem, was jetzt mit Film und Buch auf mich zukommt, und es steht einiges an in meinem Terminkalender. Und ich denke schon, dass dieses Jahr noch so einiges von mir abverlangen wird, aber dass ich dann doch in eine ruhigere Lebensphase hineinwachsen werde. Bin ich eigentlich überzeugt.